Einmal ich, einmal du. Das ist ja wurscht egal, da müssen wir uns ja nur im Nachhinein entscheiden, wer hochlädt. Das kannst du entscheiden. Okay. Weil du bist da der sexuell Erfahrene von uns beiden. Was geht ab, Lirceus hier? Willkommen zu einem ganz... Das einfach keinen Sinn. Okay, das war voll bescheuert. Was geht ab, Elite? Yoshi und Ceo sind hier. Heute zu einem brandneuen Format. Wie nennen wir das Format? Wir nennen das Kommentarscheiße. Schau mal, wie nennen wir es? Ich finde es eigentlich gut, Kommentarscheiße. Wieso nennen wir alles mal so Kommentarscheiße? Halt dein Maul. Wasserscheiße. Kommentarscheiße. Halt die Fresse. Ich glaube, wir haben wieder so eine blöde Strähne runter. Ich bin gleich wieder da. Juhu, verpiss mich jetzt. Das Prinzip ist folgendes. Jeder kennt das Prinzip. Ist nicht so. Ich erkläre das jetzt mal kurz für die Novizen unter euch. Folgendes werden wir machen. Wir haben Kommentare gescreenshottet unter alten Videos von mir, vom Joshstadt-Kanal und unter Shirin David Gibim. Und du hast Kommentare gescreenshottet unter deinen erstmal Videos. Du unterbrichst mich ständig. Ich kann den Scheiß mal nicht zusammenschneiden, wenn du immer dazwischen lachst. Ja, aber dann erklärst du richtig. Ja, ich erklär's doch gerade. Du verwirrst doch vollkommen. Nein, das war verwirrt, denn es ist vollkommen in Ordnung. Was geht ab, ihr Zeus hier? Willkommen zu weiteren Video. Über den Kanal Joshstadt habe ich mir 5 Kommentare unter meinen alten Videos. Irgendwelche Videos, ich weiß es nicht. Und 5 Kommentare aus Shirin Davids Video, gib ihm. Das kennt bestimmt jeder, oder? Ja, gib ihm, gib ihm. Das war ja ein Video, das sehr viral ging. Und ich muss es erraten, wenn ihr mir einen Kommentar vorliest, ist es ein Shirin David Kommentar oder ein Kommentar unter deinen Videos. Also ich hoffe, dass du gute Kommentare rausgesucht hast. Der gute Mann hat 10 Versuche. Ja, mal gucken, wie viel ich richtig habe. Sagen wir, wenn ich 6 von 10 richtig habe, dann darf ich auf den Oberschenkel klatschen. Das müssen ein bisschen challenge sein. Macht gerne von zu Hause mit, ob ihr raten könnt, welcher Kommentar von welchem Video kommt. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie schwierig es wird. Kommentar Nummer 1. Jetzt darf ich nicht drauf schauen, sonst sehe ich es. Zum Pfandautomaten. Für Plastikflaschen gibt es 25 Cent. Es wird ein bisschen zu Shirin passen, gell? Weil ganzen Plastikwitze unter ihrem Video waren. Ich bin gerade so, für mich ist es gerade offensichtlich, aber ich überlege schon so, wenn man es nicht weiß, dann kann es echt bald sein. Aber ich gehe trotzdem davon aus, dass es unter dir ist, weil es wäre trotzdem, also unter deinen Kommentaren ist, weil es wäre trotzdem ein bisschen krass für Shirin. Das macht irgendwie keinen Sinn, finde ich. Was sagst du? Du sagst unter meinen Kommentaren. Ja. Falsch. Echt eine Scheiße! Das ist Shirin David. Hä, warum schreibt man sowas? Das macht gar keinen Sinn. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hä, was gibt gar keinen Sinn? Wie? Wow. Hier ist der Beweis. Shirin David. Ja, und, hä? Keine Ahnung. Weil man sieht so ein Plastik... Ja, okay. Okay. Whatever. Es ist bescheuert. Nächstes. Und okay. Warum liket niemand deine Video? Es wurde sehr dumm geschrieben. Du hast ja eigentlich sehr clevere Zuschauer, ne? Aber irgendwie wäre es irgendwie... Was kann mal passieren, so dass jemand sich ein bisschen vertippt und dann nicht nachdenkt und abschickt einfach schnell. Das Video von Shirin David wurde nicht geliked, aber das fragt ja niemand, weil es war schon sehr zwiegespalten, die Meinungen unter den Kommentaren. Es ist ein Kommentar unter deinem Video jetzt wirklich. Das ist generell super lustig. Warum liket niemand deine Video? Ich mag das immer... Also eigentlich mag ich es nicht, aber ich finde es immer super lustig, sowas zu lesen. Das ist interessant, gell? Also. Das gibt's doch gar nicht. Das muss man einfach irgendwie auffallen. Wer schickt das ab so? Das muss nochmal abgesegnet werden eigentlich. Ja. Aber jetzt ist es wirklich ein Kommentar von dir, oder? Das ist von mir absolut richtig, ja. Ah ja, 1-1. 1-1. 1 von 2 sozusagen. Ja. Man könnte sagen, dass du einen dummen Punkt bekommst, den ich nicht errate. Das ist 1-1 einfach. Okay. Okay. Machen wir weiter. Jetzt gamble. Ich gebe dir eine Backpfeife. Hä? Wer kommentiert sowas und warum? Keine Ahnung. Ich gebe dir eine Backpfeife. Ich meine, du hast oft über politische Themen gesprochen. Da kann es oft sein, dass man dann sowas kommentiert. Dass man sagt so, hey, deine Meinung ist so kacke, ich will dir eine Backpfeife geben. Mhm. Aber so Shirin passt es ja auch. Jetzt muss ich wirklich raten. Das kann es beides sein. Ich habe keine Ahnung. Das ist ja auch irgendwie der Sinn der Sache, Freunde. Ihr seht schon, die Kommentare sind immer so... quasi nicht eindeutig, dass man sich echt überlegen muss, war das jetzt unter meinen Videos oder was? Das wäre schön, wenn man manchmal so einen kleinen Hinweis kriegt. Nee. Aber ich sage jetzt einmal mal zum Spaß. Ich gebe dir eine Backpfeife, ist der Kommentar. Die, unter meinen Videos, sagst du? Oder? Unter deinem Video. Falsch. Ah, verdammt! Shirin! 2-1 für Yoshi. Oh Mann ey, ich war irgendwie so dir. Das ist doch... Ja, okay, aber gut. Mhm. Verdammt. Nächstes. Ich bin so schlecht. Ich habe einen Joker für dich auf jeden Fall. Okay, ein Joker. Das ist gut. Sehr aufwendig, aber nicht mein Style. Das ist jetzt Shirin David. Ja.
Nee. Nein! Was war denn bei dir aufwendig, Alter? Oh Mann, Leonardo da Vinci. Du Struwwelpeter wirst als Universalgenie bezeichnet, weil du Bilder gemalt hast, gegen die sogar Crooked Hillary geil ist. Was war das jetzt? Das war ja gerade der Diss des Jahrtausends. Was war das bei mir auch? Ja, bei Joscha hast du halt oft hingeschaut und geredet halt in die Kamera, ein paar Zwischeneinspiele. Ja, ich habe Rap-Battle gemacht, Leonardo da Vinci gegen ja. Donald Trump. Oh verdammt, 3-1 für dich. Boah, ich versag ja richtig hier. 3-1 für mich schon? Ja, 3-1 für dich. Weißt du, was mir gerade kommt? Ja. Am Ende die letzten zwei... Also das letzte kannst du ja dann quasi abzählen, oder? Ja, wenn man sich drauf konzentriert, aber das, wenn du bestimmt mal 50-50 machst, dann kann man es ja. 3-1. So. Warum? Nochmal. Der nächste Kommentar lautet, es steht, Reminder 3-1 für mich, warum kann man anderen nicht mal was gönnen? Jetzt muss euch hinterher mal kommen. Ich locke Schirin damit ein, weil ihr müsst auch mal gönnen, oder? Falsch. Du verarscht mich komplett. Hä? 4-1. Ja, aber jetzt kommt ja nur noch schön, du liest mir gerade nur deine Kommentare vor. Du musst ja mal abwechseln hier. Nee. Okay. Ja, was ist ja los? So, jetzt muss ich selber kurz gucken, was ich überhaupt schon vorgelesen habe und was nicht. Oh, ein Stück Scheiße, friss ihn. Was für ein geiler Kommentar, Alter. Ich kapier nix. Ein Stück Scheiße, friss ihn. Es steht hier, oh, ein Stück Scheiße, friss ihn. Das macht er. Gut, ich wollte eigentlich gerade wieder schon David sagen, aber das Ding ist, das macht keinen Sinn bei unterschiedlichen Dells Video. Hä? Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass die Kommentare, die ich rausgesucht habe, oft irgendwie keinen Sinn geben unter dem Video, unter dem sie gepostet wurden. Ja, klar, logisch. Aber trotzdem ist halt so, warum sollte man das kommentieren? Das macht ja keinen Sinn. Vielleicht war bei dir irgendwie was Sketch-ähnliches in der Richtung oder so. Ein Zitat aus deinem Video oder so. Kannst eh schon nicht mehr gewinnen, ich habe schon 5 Punkte. Ja, das ist klar. Aber zum Thema. Gib ihm, friss ihn, dass man so umgedichtet hat. Aber das ist ja auch komisch. Ich traue mich gar nichts mehr zu sagen. Ich sag eh das Falsche wieder. Komplett Psychoterror hier, Alter. Ah, Mann. Mega witzig. Ich nehme jetzt einfach mal zum Spaß. Ich nehme jetzt einfach mal. Sheen David. Richtig. Oh Mann! 5-2. Ja. Okay. Gucken wir mal. Okay, nächster Kommentar. Ich finde es krass, wie das alles eskaliert ist, aber irgendwie hätte man damit rechnen können. Oh, das ist ja unfassbar zweideutig, fällt mir gerade auf. Ja, ja. Das kann ja alles sein. Das kann aber nicht, ich nehme trotzdem mal dein Video. Richtig. Ja. 5-3. 5-3. Mhm. Ja, er kommt langsam rein. Es fehlen noch 3 Videos, gell? Ne, 2 Videos noch. Ja, 2 Videos fehlen. 2 Kommentare fehlen jetzt noch. Echt, oder was? Ja, müsst ihr eigentlich alle haben. Alles? Ja, tatsächlich, da hast du recht. Nächster Kommentar ist Fremdschämen hoch 10. Schön, David. Ganz sicher. Lock ich ein. Richtig. Ich lock's ein. Ist richtig. Ja. 4-5. Okay. So, last but not least, doch nicht mal wirklich das letzte. Okay, das letzte. Weißt du, also hast du mitgezählt? Weißt du schon, wer es jetzt ist? Nee, eigentlich, also würdest du eher tippen, du hast es ja oft Öschi gesagt, da vermutlich fehlt es noch ein Schirr und David-Kommentar. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber jetzt gucken wir mal, was kommt jetzt. Ja, es ist an sich witzig, aber ich denke, das ist am einfachsten zu erraten. Mhm. Da kriegt der Witz, nimm 2 Stühle und setzt dich zu uns gleich eine ganz andere Bedeutung. Okay. In dem breiten Gesäß, ich verstehe schon, ja. Also für den David definitiv. Ja, sauer lustig. Oh Mann ey. Aber genau 5-5, genau 50-50 eingehalten. Genau, weil also hast nicht gewonnen auf jeden Fall. Nee, gewonnen nicht, ich hätte 6 machen müssen. Ja, ja mehr als die Hälfte. Ja. Mehr als die Hälfte war die Vereinbarung. Weil 50-50 schafft ja jeder bei 50-50. Ja. Oh, ich bin schon, war so richtig froh, als ich die 5 erreicht habe, dachte ich mir so, yes, Alter, krieg kein Ding auf den Oberschenkel. Oh Mann ey. Freunde, wir lassen uns natürlich... Freunde, wir lassen uns natürlich nicht lumpen, es gibt einen zweiten Teil, der jetzt dann bald online kommt und da machst du was? Ich werde Kommentare aus meinem Bereich und von Tanzverbot-Videos, also allen Videos von Tanzverbot. Tanzverbot-Interview mit Dieter Bohlen, ne? Ne, alle möglichen Tanzverbot. Alle möglichen Tanzverbot. Ja, aber ich wollte erst eins probieren, ging aber nicht, weil da war darunter immer dasselbe. Ja. Bei den neuesten Tanzverbot-Videos ist eh nur noch mit läuft bei dir nicht mehr, Clickbait, läuft bei dir nicht mehr und ich bin so, ich muss zu alten Videos scrollen. Also entweder du oder Tanzverbot, das ist der zweite Teil, Freunde. Freut euch auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, das hier war lustig, es hat euch gefallen. Habt ihr zu Hause mitgespielt? Wie fandet ihr richtig da? Schießt so davon. Habt ihr jetzt auch mitgespielt? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Habt ihr alles richtig erraten? Nee, ich hab 100%, bist du dumm? War voll ein Fail. Immer wenn Yoshi so komisch geredet hat und eine Wimper gezuckt hat, dann war es ein Fake. Dann ist Donald, ciao, bis zum nächsten Mal. Hobbyanalysten. Lasst einen Daumen nach oben da und so. Und empfiehlt den Kanal weiter. Machst du jetzt aus?